Schönen guten Abend, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem DL-Spiel der Hamburg Freezers gegen die Adler Mannheim. Endstand 4:5 nach Verlängerung vor 10.511 Zuschauern in der O2-Welt Hamburg. Ich darf die beiden Trainer begrüßen, Harold Kreis, Glückwunsch zum Sieg und Sie und Ihrem Statement bitten. Ja, guten Abend zusammen. Ich glaube, aus meiner Sicht hat dieses Spiel alles gehalten, was im Vorfeld zwei Spitzenmannschaften erwartet wurde. Ich fand das Spiel über 60 Minuten sehr intensiv, sehr spannend. Wir wussten, Hamburg ist für mich eine sehr, sehr starke Mannschaft, sehr gut besetzt, sehr solide. Die spielt schnörkellos, wenig Scheibenverluste. Und wir wussten, dass wir uns auch dementsprechend verhalten müssen, auch so spielen müssen. Im zweiten Drittel haben wir dann doch ein paar Fehler gemacht, die zu Gegentreffer geführt haben, insbesondere der letzte eine Minute vor Drittelende. Aber die Mannschaft, wie gesagt, wusste, dass wir über 60 Minuten spielen müssen, dass wir über 60 Minuten kämpfen müssen. Da reichen keine 20, keine 39, sondern insgesamt wirklich die 60 Minuten. Und ich glaube, im letzten Drittel hat man das deutlich gesehen, dass wir einfach diesen Zwei-Tor-Vorsprung nicht so hinnehmen wollten. Es sind ein paar Scheiben reingegangen, auch zum Schluss da, glaube ich, in der Verlängerung ist der von Rob Collins rein. Ich bin einfach froh, dass wir mal wieder ein Spiel gewonnen haben gegen eine Mannschaft, die mit Recht ganz oben in der Tabelle steht. Wie gesagt, für alle Beteiligten, denke ich, war es ein sehr spannender Eishockeyabend. Ich wünsche Benoit und seiner Mannschaft für den kommenden Sonntag und weitere Spiele viel Glück. Danke. Vielen Dank, Benoit. Danke. Schönen Abend zusammen. Gratuliere meine Kollegen für die zwei Punkte hier. Und denke ich, wir haben gesehen, warum Mannheim war die Top-Favorit. Es ist noch die Top-Favorit in dieser Liga für die Titel erreichen. Für mich sind sie die beste Individualmannschaft in der DEL. Und wir haben gesehen in den dritten Drittel, dass wenn sie eben ein bisschen Zeit, dann sie machen immer die richtige Decision und Entscheidung. Und das ist warum es immer gefährlich ist, spielen gegen Mannheim. Aber für uns, denke ich, dass unsere junge Reihe ist immer unsere beste Reihe. Und bis die anderen drei, die letzten Spieler, kommen zurück, denke ich, dass wir brauchen ein bisschen mehr von den anderen Spielern. It's okay, dass die Jungs sind Jungs, sie arbeiten sehr hart, aber ich denke, wir brauchen ein bisschen mehr, ich weiß nicht, wie ich sage in Englisch, aber Implication von the other experienced player on our team in those game. Das ist zwei Spiele in Folge, dass wir haben zwei Tore vor in die dritte Drittel und wir verloren. Und wir verloren die zwei Tore vor. Nicht weil unsere junge Spieler, es unsere Schlüsselspieler. Und das ist, warum ich bin nicht so... So happy, glücklich heute über diese dritte Drittel. Aber meine Mannschaft kämpft immer. Wir haben diese drei wichtigen Spieler verletzt, aber die anderen, sie kämpfen. Aber wir brauchen ein bisschen mehr von den Schlüsselspielern.